Wusstest du eigentlich, dass auf diesem Planeten 7,5 Milliarden Menschen leben und damit 7,5 Milliarden Herzen schlagen? Eines davon ist deines. Im Laufe deines Lebens gehst du mit vielen Menschen Beziehungen ein. Es entstehen Bekanntschaften, Freundschaften und Liebe. Wie du dich in diesen Beziehungen anderen Menschen gegenüber verhältst, sagt am Ende des Tages viel über dich selbst aus. Im besten Fall behandelst du andere Menschen immer genau so, wie du auch selbst gerne behandelt werden willst. Du hast über das Internet praktisch jeden Tag Kontakt zu Freunden und Fremden, tauschst Daten, Videos und Fotos aus und greifst auf unendlich viele Informationen zu. Schnell, grenzenlos und bequem. Digital ist wie eine Wolke, die dich immer und überall umgibt, die dein Leben erleichtert und dich mit anderen vernetzt. Aber wie beeinflusst das deine Beziehungen? Und wo siehst du Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung? Dein Umgang mit Menschen ist in der Zeit, die du online verbringst, oft anders, als wenn du mit ihnen persönlich zu tun hast. Ein böses Wort fällt leichter, wenn es im Chat ausgesprochen wird, als wenn du es jemandem ins Gesicht sagen musst. Wahrscheinlich hast du selbst auch schon belastende Situationen im Netz erlebt. Auch fällt es schwerer, Leid zu erkennen, wenn du dich nur online bewegst. Woran erkennst du, wenn jemand in der digitalen Welt Hilfe braucht? Dass ein Freund gemobbt wird, Probleme in der Schule hat oder mit seinem Selbstbewusstsein kämpft. Du kannst etwas bewirken. Wir brauchen dich als Digitalexperten, um mit uns gemeinsam herauszufinden, wie menschlich das Leben in einer digitalen Welt sein kann. Und um zu zeigen, dass Menschlichkeit und Digitalisierung sich nicht ausschließen. Wie das geht? Finde es heraus.